Um dem Ärztemangel zu begegnen und mit dem Ziel, allen Bürgern die bestmögliche medizinische Versorgung zu sichern, hat die Landesregierung beschlossen, die Einzugsgebiete von zwei Gesundheitssprengeln zusammenzulegen. Es wird jetzt in Zukunft etwas leichter sein, in Brixen und Umgebung und in Bruneck und Umgebung Hausärzte zu haben, Hausärzte wählen zu können. Wir haben das Einzugsgebiet jeweils etwas verändert, etwas vergrößert und dadurch im einen Fall 23 Ärztinnen und Ärzte im Einzugsbereich und im anderen 22. In ganz Südtirol wird es insgesamt 173 Abteilungen an 58 italienischsprachigen Kindergärten geben. Aufgrund einer leichten Zunahme bei den Einschreibungen, 30 Kinder mehr als im Vorjahr, das heißt insgesamt 3.398 eingeschriebene Kinder, hat dies die Landesregierung nun beschlossen. So kann die bisherige Zahl der Abteilungen beibehalten werden. Auch in unseren Kindergärten sind die Nachrichten sehr positiv. Wir haben mehr Einschreibungen und durch neue Mittel haben wir es geschafft, auch den Dienst für die Familie und für die Bürger beizubehalten. Die Landesregierung hat die Anwendungsrichtlinie für Ausschreibungen von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen neu definiert. Diese Richtlinie macht es jungen Freiberuflern künftig viel einfacher, in den öffentlichen Markt einzusteigen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie die Staatsprüfung vor nicht mehr als 5 Jahren abgeschlossen haben. Die neue Regelung sieht vor, dass der öffentliche Auftraggeber bei Direktvergabe, die Ausschreibungssumme von 40.000 Euro nicht überschreiten, junge Freiberufler beauftragen kann. Sie müssen nur ins Verzeichnis eingetragen sein und die entsprechende Versicherungspolice abgeschlossen haben.